kann ich hier rausziehen und einfach drehen. Und dann starke Abnutzung an den Messer. Stinkt ja schon immer. Ja, hier zerstört Kai gerade mein Fahrrad, aber ist okay. Boah, das riecht doch gut. Herzlich willkommen zum Farmvlog Nummer 119. Heute ist Mittwoch, der 12. Moni, 12. April. Ja, wie man sieht, es regnet, kann man nichts draußen schaffen. Schau gut so, weil mir einiges am Hof zum Schaffen. Hier zum Beispiel Düngersteuer waschen. Ach, halt mal den Fokus. Jetzt, kein Wunder, dass es glaube nicht heller wird. Genau, Düngersteuer waschen. Der Klaus hat einen vorhin leer gemacht. Das ist denn dies? Okay. Das heißt, Hochdruckreiniger jetzt nachrichten. Ich habe halt ja mein übliches tägliches Vormittagsgeschäft gemacht, die Luft deckt, Fuß gemischtet. Gemischtet, Alter. So habe ich heute noch nicht. Fuß gemischt und mischbar laufen lassen, weil dahinter haben wir zwei Rindler, die nie aufstanden, wenn der Schieber kommt. Egal. Dann will ich unbedingt noch meine Mähwerke, alle vier. Waschen, Gruppe und Pflug. Können wir auch noch machen. Das heißt, heute Morgen können wir auf jeden Fall dieses Geschäft tun. So, GT und der 400er kommen dann, also der GT und der 400er müssen in die Werkstatt. GT, weil er am Getriebe undicht ist, da ist eine Dichtung hier, das war schon mal. Da kommen dann immer Getriebeöl, Hydraulik, irgendwie werden vermischt. Ganz genau kann ich jetzt sagen, auf jeden Fall tropft es dann immer dann aus. Ist nicht gut, ist halt, könnte man selber machen. 400er, da ist von einem Steuergerät ein Sensor defekt, wo ein bisschen herumzickt, müssen die halt auch in der Werkstatt machen. So, und dann kann man gleich auch irgendwie Getriebe, Kundendienst machen, das heißt Warengetriebe, Ölwechsel und so Zeugs, weil der hat keinen regelmäßigen Kundendienst wie der 516. So. Du wirst daheim noch einen Schlauch holen müssen, einen schwarzen. Hä, wieso, den wir jetzt bis ich das letzte Mal gehabt habe, der hat bis runter gelangt. Dann ist gut. Ja, genau. Das. Düngerstreuer habe ich glaube, nein, habe ich es nicht gemacht. Ich habe es ein bisschen reingeschnitten. Düngerstreuer müssen wir auch verdorben zum Eistellen. Das soll einer von Lemken kommen, weil die Grenzstreueinrichtung nicht gescheit funktioniert. Das heißt, wenn ich es alles einstelle, wie es gesagt wird, schmeißt er trotzdem noch weiter raus. Weißt also, das ist halt scheiße, wenn auf dem Tier der Weg, wo die Leute unterwegs sind, trotzdem Düngerkörner liegen. Weißt du, da am Hof rum ein Grasweg ist, nicht so schlimm, aber trotzdem ist halt scheiße. Oder wenn am Bach entlang musst du eh wegbleiben. Trotzdem ist das halt nicht gut, wenn das nicht gescheit funktioniert. Wie früher, wenn man als Kind in der Waschanlage mitgefahren ist, im Auto. Was du glaubst, ist jetzt die Waschanlage. Hey, was da drinnen liegt, ist der Werkzeugkasten vom Bulldog. Hat einfach weggeschraubt. Da. Der Theo schon auf dem 16 geguckt. Ja. Sind Spuren auf dem Sitz. Hat der Schinder reingelebt dort in der Kabine? Elendicher. Nee, immer bloß der. Nein, nein, bloß der Theo. Der Leo hockt auf dem Stroh oben. Da hat er sehr Ruhe. Gell, du Lump? Weißer Schnorrel. So, Düngerstreuer ist jetzt sauber, hänge ich ab. GT ist jetzt auch sauber, ziemlich. So, da haben wir Flug am 16. Macht das sehr gutes Bild, der Schlepper an dem Flug. Vor allem vordachs ist sehr entlastet, sagen wir mal so. Also da haben wir den Hof rein, ohne Rundgewicht. Muss mit viel Gefühl fahren. Sonst macht er Männle.
So. Sauber ist er. Morgen hat er abträglich ein bisschen Eisbrühe und aufgeräumt. Dann hat er ein bisschen Pause. Also, heute Morgen hat ein Landwirt aus der Umgebung 5 Rindler von uns gekauft. Oder, ja, das war schon weit ausgemacht, aber hat sie geholt. So, hier sind die gestanden, haben wir gleich wieder umgestellt. Hier, dieses Kälble haben wir auch, dann, weil der Tierarzt noch da war, wegen dem Hund. Der hat irgendwie so, wahrscheinlich eine Flöhe gehabt oder irgendwas, hat immer hin und her gezuckt im Kopf. Und dann haben wir gleich das Kälble da hinten in der Hand. Jetzt haben wir hier wieder ein paar leere Buchte. Da ist einfach Geschrei. Und dann nehme ich die da hinten, die 2 rote. Gell? Die haben wir dann auch mit der Hand reingesperrt, dass wir sie leichter hin zum Tränken. So, und die zwei, die da hinten waren, die 2 Gruppen sind da abunter worden. Dann können wir hier nach und nach wieder mal sauber mischen alles und ein wenig Ordnung sorgen. Das war das heute Morgen. Dann natürlich Futterricht und Sache. So tägliches Geschäft. So. Gell? Ganz dreckig du. Leider rumspinnen, ausrutschen. Hä? Das ist ja die Tochter von der Maria. Und das ist der von der Tochter von der Zwillingsschwester Magdalena. Hier, Maria hat halt ein bisschen Probleme gehabt. Das sieht man, ist ganz mager. Also die haben wir gerade so durchgebracht, sagen wir mal. Weil viel Fresse hat sie nicht, sieht man auch da hinten, Kraftfutter ist noch ein bisschen da. Kriegt sie halt immer weniger Hai. Das frisst sie wie verrückt. Dann kriegt sie das auch immer genügend eigentlich. Immer wieder mal, sagst du über alles mal auch. Und dann kriegt sie halt auch so Probleme. Propylenglykol eingeschüttet. Das macht er mittlerweile gar nichts aus, da kann ich da noch Flaschen rein und dann. Attacke. Geil, gute. So, Milch gäbe jetzt natürlich auch nicht viel, aber immerhin bin ich froh, dass er durch ist. Bei der haben wir ja schon alles mal richtig also Glück gehabt, weil die hat ja mit dem Fuß ja schon mal Glück gehabt. Der Klauschneider trägt 17 angewendet und dann ist der Fuß wieder was Woche. Weil die Damen oben. Ach genau, ich vergesse. Wir haben da noch 2 Kirchen auf. Hat der Klaus und Susanne am Wochenende ihren Jahresurlaub bestreiten wollen. Und dass wir halt unten nicht so viel zu melken. Wir haben eh viel zu viel zu melken gerade, weil dann haben wir 2 Kilo Druckerstelle und einen Haufen Milch gegeben und Zell und jenes. So, die Damen hier und die dumme Taube. Und dahin das Enderperle. So. Haben sich geweigert, das auch alles zu fressen. Ja, bloß ab. Naja. Also jetzt das meiste grob abgenagt. Ich brauche jetzt bloß noch abladen. Ja. Ich höre immer. Ja, wir haben was vergessen. Super. Ja. Genau. Ja. Da geht ja die Fresse. Da ist Luft drin, ey. Da ist Luft für mein Gewicht drin. Ja, hier zerstört Kai gerade mein Fahrrad. Aber ist okay. Thank you.
mit dir? Nee. Doch. Kamera fahren. Du bist ja gerade zur Kirche frotzfrech geworden. Hast du schon wieder hergestellt? Ich hab den Handel hergeschoben, dann komm ich nicht dran. So, das alte Mähwerk habe ich ja letztes Jahr genutzt zum Viehweidemähen. Das steht bloß rum, meistens im Weg und meistens vor dem Glasmähwerk. Und das Wasserfest steht meistens im Garten, bloß das ist innen grün, das kommt man rausbrechen. Ach Scheiße! Super weg, vier Mähwerke noch. Ja. Aber wie Geschäft, du hast auch Geschäft. Ja, Klaus. Du hast ja gar nichts mehr drin. Ich habe ja alles Hause. Du darfst diese Schrauben aufmachen. So, der Kai ist rein. Kai, beim täglichen Bad. Hast du Ton dabei? So, jetzt ist er weg, der kleine Kai. Ja. Wo leitet die Inessa hier rein? Kommt hier raus. So, jetzt brauchen wir. Hast du's? Thank you.
So, für gute zwei Wochen haben wir den Weizen gestreut. Oder alles gestreut eigentlich. Alles gestreut. Und dann sind wir daheim gewesen. Halt schon vor vorne, sieht man, das ist ein Sehfehler. Ich meine, komm, fahr geil, Alter. Egal, aber du? Ja, der daheim ist schon einiges höher. Mindestens doppelt so hoch. Wir zweimal so hoch. Aber macht's. Und da wachsen noch drei Büschel Weizen, wo noch da waren. Das ist kein Unkraut, sondern das ist erst gesät. Das haben wir nicht gesät, dann haben die aufgebaggert und dann haben wir wieder gesät. Naja. Oh! Nein, du erst welche. Also. Ja. Ich habe schon arg dreckig hinterlassen. Hast du so viel Macht liefert, oder du die Mehrwerke mir überlassen hast? Nee, scheide ich raus wieder. Dreckig und verloren. Wir sind nur nachher sauber präsentieren, wie ich da Bombo Fett nicht trinke. Nein, also, wie gesagt, das ist eigentlich nicht unsere Philosophie, Maschine dreckig abzustellen oder über den Winter, aber wir kamen halt nie dazu, weißt du? Dann waren wir noch krank und. Ja. Immerhin habe ich es mit Luft, zumindest zwischen Scheiben rausputzt. Aber ja, jetzt werden sie sauber putzt. Ein bisschen kriege ich einen Ölhauch und ein Bomber Fett überall rein. Und dann wird er nachgestellt, dass wir sie dann, wenn es dann zum Silieren geht, bloß noch einhängen müssen und losfahren müssen. Dass wir halt das schon wegkennen. Aber normal wird eigentlich sauber und eingestellt und eingewendet. So, jetzt hat Nummer 2, 400er und die Krone Mehrwerke. So, jetzt hat ist die Krone dran, das Glas ist schon fertig, steht da so ein bisschen abtrickeln und dann kommt es in die Halle und morgen können wir dann ein wenig alles abschmieren, ein Öl noch da und da unten drinnen, ja mein Gott, da brauchst du jetzt das sauber machen, wird eh gleich wieder dreckig, weißt du, also das ist ja nicht schlimm, wichtig ist halt das halt. Die Mähscheibe nicht mit Dreck voll von allem. So, ganz ungewohnt für mich, dass ich da mein Handy da schnell stecken kann. Kamera ist trotzdem da. Egal, also, gestern haben wir die Mähwerke geputzt. Der Klaus putzt gerade die Krone-Mähwerke noch. Das ist gestern fertig geworden. So, und jetzt habe ich ja gesagt, du will ich sie alle noch richten, dass sie einsatzbereit sind. Das heißt, abschmieren und vor allem auch die Klingen tauschen oder drehen, besser gesagt. So, das Frontmähwerk hatte mir ja erst zum, ich meine, haben wir es erst im Herbst gekriegt, gell? Weiß schon gar nicht mehr, Alter. So, auf jeden Fall hier, wenn man so die Klinge hier anschaut, sieht die ja einigermaßen noch gut aus. Klar, rostig ein bisschen dran, weil sie wegen halt völlig reinkommen ist, aber das ist gar nicht schlimm, der Mäh ist 2 Meter, dann ist es sauber. Trotzdem hätte ich gesagt, wir drehen sie einfach mal, weil im Schnitt ist der Aufwuchs immer am ärgsten und das wird halt auch neue, scharfe Klinge haben. Schön zur Funktion, zum Mähwerk. Hier drüber sieht man ja diese, sagen wir mal, Schwarttrommel. Auf der anderen Seite ist keine da, weil nämlich hier ist eine Art Mitnehmer. Das heißt, die äußerste Trommel schmeißt drüber, der Mitnehmer nimmt es auch mit und legt es dann hier mittig ab. Und hier ist halt so, dadurch, dass ich ja so rumdreht sich das. Dass die Scheibe das darüber wegschafft, muss die Scheibe, die Trommel, das rüber schaffen. Und die nimmt es dann auch wieder mit. Jetzt gucken wir schon die hintere an, weil das hintere Mehrwerk, das haben wir ja letztes Jahr schon vom ersten Schnitt gehabt. Und da sieht man vor allem hier außer eindeutig starke Abnutzung an den Messer. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall drehen. Was halt bei dem Messer wichtig ist, dass sie hier sich frei bewegen können. Dass immer was kommt, dass es auch ausweichen kann. Und klar, außenrum fahr ich schon mal im Heckmähwerk. Das heißt, das sind eher Äste und Steine dabei. Deswegen ist das auch viel ärger abgenutzt. Und solche Klingen, die sind wirklich. Das sollte man nicht mehr für den ersten Schnitt nutzen. Wie es neu waren, so sah es da aus. Und jetzt sind da mindestens 2 mm nach hinten weg, wo die schon abgenutzt haben. Und hier ist noch neu. Das heißt, einfach alle drehen.
und dann passiert nichts mehr. Und meistens sind die da Hanne auch relativ abnutzt. Man sieht auch hier ordentliche Scharte. Also das heißt, da ist alles mal was. Na, komm mal. Jetzt brauchen wir da Werkzeug. Das ist, vielleicht immer es kennt, der Klingelwechselhebel. So. Den Dreck rausgeflogen, heilen, zack, wenn das blitzt. Ich nicht. So, hier ist eine Vertiefung. Da muss dann der Klinge halt oder mit Klinge rüber. Dann schiebe ich das. Das ist der Vorführeffekt, so hinten rein. Und dann, bleib mal schon da, brauche ich bloß das hier runter drücken, dass dann dieses Teil in die Vertiefung gehen kann. Das kann ich hier rausziehen und einfach drehen. Und dann wieder danach machen. So, schon mal gedreht einfach, dass wir eine neue Klinge haben. So, und dann wieder raus. Andere Seite auch. So. Also wie gesagt, die vordere, die waren eigentlich nicht nagelneu, die hätte man noch lassen können. Ist egal, ich habe jetzt alles gedreht, dass alles frisch ist für den Schnitt. Und sind den mal runter geschafft, können wir sie ja trotzdem noch drehen, weil die andere Seite eigentlich noch gut ist. Also da ist egal, aber für den Schnitt eigentlich immer frische Klinge. So, jetzt geht es eigentlich ans Abschmieren. Weil das Mehrwerk heißt ja F-Profil. Oder hieß früher F-Profil, das F steht für, doch, steht der Profil dran, ne? Kopf. Egal. Das heißt, zum Beispiel hier ist ein Lager. Das heißt, das Mehrwerk passt sich, wenn es auf den Boden setzt und der Boden steigt an, passt sich das im Boden an. Hier, das heißt, da geht die Leitung hoch, das heißt, hier oben irgendwo muss da der Schmiernebel sein. Da muss ich selber jetzt nochmal genau gucken. Ich schätze mal, ich habe ihn gefunden. Das ist er. Und dann hier am Bock müsste auch da sein. Ich sag, das Mehrwerk ist neu, ich muss da vielleicht mal in der Leiter gucken, wo das ist. Wo überall ein Schmier mit Nippel hockt. Ansonsten klar, Gelenkwelle. Ganz wichtig, ja, die kommt dann noch aufs Abhängen. Und wir müssen eh mit dem Abhängen warten, weil die Krone kommen eh zuerst hinten rein. Das ist der Wege, bleiben die noch eine Weile hier dran. Und da ist noch ein Trockenwasser. Auch nicht schlimm. So, und guck, und da sind nasse Klingen drin, aber ist egal, das macht ja gar nichts. Aber von links und von rechts, die Haltung von vorne und hinten. Bei einem Scheibenmehrwerk verlierst du in der Regel kaum Klinge, außer du fährst halt irgendwo wirklich einen Steuerhaufen rein. Aber ansonsten kriegt man wieder einen Satz besorgt oder überhaupt einen Satz, weil für das haben wir noch gar keine da. Außer die hier. So. So. Fette Presseholler und dann packe ich. Oh, ein gutes Geräusch. Ja, die Katze aus dem Haus, tanzt die Maus auf den Tisch. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall, den muss ich schon am Ort rumfahren, weil er halt, ja, mit dem Kühler und dem Motor rausgewaschen, dass er mal kurz warm wird, ein bisschen. Dann tue ich den innen raus, ein bisschen putzen. Weil der muss ja nächste Woche auch in die Werkstatt. Habe ich glaube schon mal gesehen. Genau. Zack, die Glaswehrwerke sind jetzt fertig. Die könnten wir jetzt einsetzen zum Meer. Theo provoziert ein bisschen.
Und der Köder lässt sich provozieren. So, jetzt geht einfach in den Keller rein, der Lumpensack. Naja, also. So, das war's für die Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ade.